Und da bin ich wieder mit Informationen über... Gott, oh Gott, über diese schöne Waffe. Und zwar hatte ich recht, es ist eine Waffe vom Zweiten Weltkrieg, entworfen von einem Russen. Soweit ich das den Namen entnehmen konnte. Man sieht nichts mehr, scheiße. Man sieht nichts mehr, scheiße. Werde ich kurz noch auf die Tanne warten, werde ich wieder reinlegen und kurz aufhören und dann sehen wir uns wieder, wenn es Tag ist. So, da ist eine. Rein da! So. So, wie gesagt, Zweiter Weltkrieg war ich richtig, so zu weit das gesehen hat, auch von dem Russen. Also, ja. Skiller, ne? So. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es aufgehört hat zu regnen. Also, bei mir wahrscheinlich länger, aber bei euch nicht so lang. Bis dann. So, da bin ich wieder und müsst ihr ganz schnell weg. Jo, ja, es ist nicht ganz heller, aber es geht. Ich muss hier ganz schnell weg, weil wo ich gerade. Ich sehe doch hier in Combat. Ich habe gerade aus Versehen einfach mal rumgeballert. Deswegen müssen wir uns jetzt ganz schnell verpissen. Oh Gott, das genau das gleiche ist mir auch vor das letzte Mal passiert, wo ich gestorben bin. Da fuck. Okay. So, man sieht wieder was, man sieht nicht viel, aber man sieht was, weil der Regen aufgehört hat. So, wir gehen einfach hier hoch, bis wir am Strand kommen und da können wir einfach ein paar Zelte plündern und so. So, ne? Ja. Ich muss so hoffen, dass mich jemand verfolgt, ey. So, was es mit der Waffe auf sich hat, habe ich euch ja vorhin schon gesagt. Jo, ne? Dass ich da total richtig gelegen bin und so. Ich weiß das gar nicht mehr. Es ist eigentlich ziemlich viel. Also, ziemlich viel. Nee, ich habe jetzt hier so in der Zwischenzeit ein bisschen auf YouTube geguckt und so. Und jo. Da habe ich schon wieder vergessen, was wir gemacht haben. So, ich glaube, wir müssen in die Richtung. Ja. So. Okay, Mongo hat nicht mehr. Auch wo wir vorhin im Met hatten, hätte ich euch zeigen können, wo ich dann wahrscheinlich das Zeug hinstellen werde. Was ist eigentlich ein ziemlich unauffälliger Ort, meiner Meinung nach. Ich war zwar noch nie dort, aber ich glaube, er ist unauffällig. Ja, muss ich mal gucken. Ich denke schon. So. Jo, wir haben jetzt so noch für da die Schuss, die ich euch mal kurz zeigen kann. Mit dem ihr glaubt, dass ich wirklich geschossen habe. Hier. Oh. Achso, stimmt. Ich wollte gerade die Waffe sichern, aber das ging ja nur unter bestimmten Mods. Naja, scheiß drauf. So, mir sieht man wieder was. Und ich gehe jetzt mal hier rechts runter und gucken, ob hier irgendwo eine Stadt ist. Damit wir uns trinken holen können, weil ich trinke jetzt das hier und jetzt haben wir nichts mehr. Also, ich kann doch. Ah ne, sonst hätte ich jetzt Rucksack, das im Rucksack getan, damit ich nicht auch mal aus Versehen schießen kann. Das wäre auch eine dumme Idee, wenn ich dann auf Feinde treffe, dann habe ich ja gar keine Chance. Genau, wir wollen hier auch... Ach, oh Mann, das trinken wir schon letztes Mal so ein Problem, trinken und essen. Ich laufe einfach mal geradeaus weiter. La la la. Oh ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Irgendwie sind meine Frames nach rechts unten gerutscht. Die waren eigentlich immer links oben. Jetzt rechts unten. Oder was rechts? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Nein! Komisch, komisch. So, wir werden auf jeden Fall in die nächste Stadt sehen, die wir sehen. Nein. In die nächste Stadt gehen, die wir sehen. Scheiß W-Taste. Das kommt davor, wenn man so eine alte Scheiß-Rotz-Kacken-Tastatur hat. Ah, naja. Ein bisschen weiter hoch, damit ich über die Bäume drüber schauen kann, aber das so runter gucken kann.
Ja. Mama hat gesagt, das ist ja doch eigentlich immer ziemlich mit langen Wegen verbunden, also. Ja. Letztes Mal fand ich aber auch, dass der ZLP ist mit wirklich, ja, meiner Meinung nach echt positiver Bilanz angekommen. Also, ja, positiver als sonst natürlich. Zu meiner Meinung nach war das echt, ja, ziemlich positiv. Positiv? Oh ja. Mal gucken, ob das auch wieder so gut ankommt. Wenn nicht, dann. Na, ich guck. Ich lasse einfach mal das Set hoch und wenn es nicht so geil ankommt, dann mache ich Mafia. Könnt ihr entscheiden, wenn ihr keine Kommentare schreibt, dann mache ich das Set weiter. So, wir sehen ja auch, wir haben keinen Einzelschuss. Und da vorne ist eine große Stadt. Dann gehen wir da mal hin. Weil ich ja gesagt habe, das ist nichts, was wir sehen, da gehen wir rein. Wir werden auch natürlich jeden umbringen, den wir sehen. Habe mich gerade entschieden, weil. Ich weiß, ich wollte eigentlich freundlich Dinge sein. Also ich werde etwas suchen. Als wenn eine Begegnung unausweichlich ist, dann werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit zu der Schusswaffe greifen. Jo, ne? Wie gesagt, wenn da. Oh, Mongo ist tot. Also wenn da. Wenn da. Oh, wie heißt das denn? Ja, wenn da Menschen sind oder Spieler, werde ich erst versuchen, freundlich zu sein. Wenn jetzt irgendwie. Wenn ich ihnen sicher begegne, dann werde ich sie umlegen. Wenn ich ihnen aus dem Weg gehen kann, nicht. Ich meine, das ist immer ein gewisses Risiko dahinter, ne? Zum Beispiel. Konnte man ja selber dabei sterben. Also sollte man doch dann lieber auch mal abhauen. Ach, die Stadt kenne ich, glaube ich. Hier wir mal lieber dahinter. Jo, da kommt man rein. So, es hat auch aufgehört zu regnen, wie schon gesagt. Deswegen sieht man jetzt auch wieder was. Obwohl es Nacht ist, also Brightness und Gamma vor der Wind und so, ne? Jo. Es dürfte dann noch ganz langsam wieder hell werden. Also wirklich ganz langsam. BZW, es dauert. Oh, schon wieder BZW, es gibt's doch nicht! Also es dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Oh, da ist die Hälfte zusammengebrochen. Jetzt verstehe ich das. Warte, da war was. Oh, ja. Oh, ein Auto. Hä? Hat man nicht eigentlich immer eine Map in dem Fahrzeug? Ach, scheiße. Hier. Jo, leider mal wieder nichts drin. Ich dachte, jetzt fängt es wieder an zu regnen. Das wäre echt ärgerlich gewesen, wenn er wieder nichts sieht. Man querfällt ein, also nachts ist es ja relativ sicher. Es ist nicht sicher, aber es ist relativ sicher. Also sicherer als tagsüber, einfach über ein offenes Feld zu rennen. Und ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Also ich, oder? Ist das Mitro? Nee, wie heißt das? Mitro bist du oder so ähnlich? Nein, das ist anderes. Scheiße, ich hab den. Nee. Irgend sowas.
Ich glaube, das ist hier. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, oder? Nee, ist es doch nicht. Ist doch nicht. Ist es doch nicht, glaube ich. Mann, ich weiß es nicht. Scheiße. Ich will jetzt auch keine einfach dahingestellten. Ach, das ist eine Ampel. Glaube ich. Jo, sollte eine Ampel sein. Und da ist ein Hafen. Ah. Oh Gott, das sind hundertprozentig Spieler. Das Hafen habe ich an sich. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sind ein Hafen immer Spieler. Ehrlich gesagt, ist zu gefährlich, darunter zu gehen. Deswegen gehen wir einfach hier nach links und dann an der Küste entlang. Okay. Das hier ist plötzlich ein Spieler rumrennt. Und uns dann in den Rücken fällt. Rennen! Oh. Wird wahrscheinlich mal langweilig, wenn ich nur die ganze Zeit so gebückt laufe, dann gehe ich noch langsamer und so. Ne, also man braucht schon ein bisschen Geschwindigkeit. Oh, das sind nur Windräder im Wasser. Oh, sind wir schon hier? Sind wir schon? Ich glaube, wir sind schon hier. Ihr wisst jetzt nicht, was ich meine. Ich weiß es auch nicht. Ja, ich habe das noch so ein bisschen im Kopf, diese Karte, aber kaum noch. Ich meine, bei mir ist es schon um einiges länger her. Jo. Seitdem ich die Karte gesehen habe. Okay. Das ist da vorne eine Tanne? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Gott, was trinken? So ganz heimlich und so. So. Hoffe, das war heimlich und leise genug. Was ist das da vorne denn? Ist das Bäume? Oh Gott, sieht eher aus wie Felsen. Wir können uns aber jetzt unsichtbar machen. Ich glaube, in der Nacht ist es so unmöglich, jemanden zu sehen. Warum bin ich da in Combat? Vielleicht steht da ja Blut auf dem Server, wenn man das macht, keine Ahnung. Ich glaube, man sieht mich echt nicht mehr, oder? Kann ich das ausprobieren? Nee. Also da muss echt richtig gut sein, damit du da noch was siehst. Vielleicht ist es ja dazu da, dass man sich nicht im Wasser auslockt. Vielleicht frage ich mich, wann wir auf unser erstes Dorf stoßen. Oder auf unsere ersten Zelte. Ich wollte jetzt echt schon wieder beziehungsweise sagen, das ist echt schlimm. Jo. Ja, das war's eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Und ich werde mal ein bisschen vorspulen, einfach weil ich glaube, das wird jetzt echt zu langweilig. Bis dann. So, da bin ich wieder. Und zwar habe ich mir jetzt mal mein Handy zur Hilfe geholt. Eine Map. Und wir sehen, hier ist so der nächste Hafen. Und zwar ist das der Hafen von Stangrad. Genau. Da müssen wir jetzt irgendwie vorbeikommen. Jo. Und dann. Ja. Geht's weiter an der Küste entlang. Da kann ich nämlich noch einen Platz, wo ein Lager sein könnte. Also ein ziemlich beliebter Platz. Soweit ich das weiß. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube. So. Ich gehe weiter und weiter und weiter.
und ich werde es noch 50.000 Mal weiter sagen. Und ich habe einen ziemlich geilen Trick rausgefunden, und zwar kann ich hier schön meine Trinkkapsel benutzen, wenn ich die jetzt so reinstecke in die Taste, dann muss ich die Taste. Krass, das funktioniert wirklich. Was sammle ich jetzt? Okay, funktioniert irgendwie nicht. Gut. Ich glaube, das ist ja gerade nur ein so ein rausstehendes Ding da. Da muss jetzt irgendwie vorbeikommen. Es wird nicht leicht, soweit ich, so wie ich das denke. Also wir haben auf jeden Fall einen Raum zwischen Hafen und der Stadt. Und da, ja, den sollten wir nutzen. Dafür auch so eine kleine Straße entlang. Mhm. Dann können wir mal zu dieser Rennstrecke gucken. Vielleicht steht da ja ein Auto oder so. Mein Auto wäre ja schon mal ein Anfang, um da was drin zu lagern, ne? Aber wenn, dann wäre es wahrscheinlich kaputt. Ich gehe jetzt aber mal in den Stand gerade rein, einfach weil ich kein Essen und kein Trinken mehr habe. Ist das ein Haus? Ne, sind Container übereinander gestapelt. So, bist du einfach mal in den Hallen da. Ich riskante es so im Dunkeln durchzulaufen, weil ich denke mal, wird man einigermaßen schnell gesehen. Aber ja, den Gegner sieht man nicht so gut. Oder eben auch gar nicht. Das war's. Aber nur Scheiße. Schade. Wir mit. Jedenfalls gar nicht so leicht hier im Dunkeln zu sehen, wo was liegt, weil es geht. Es ist auf jeden Fall nicht unmöglich. So, er ist irgendwie versuchen, jetzt so vorbeizuschleichen in die Hallen. Genau, Hallen ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort dafür. Genau, hier sind wir. Jetzt bin ich mir zu 150% sicher. Ich darf da so reinkommen, weil der Zombie müsste uns hören und geduckt sind wir einigermaßen leise. Ja, der ist viel zu weit weg. Und die auch. Hoffe ich. Okay, hier fliegt viel Zeug. Nehmen wir es erstmal hier. Das Jagdmesser und das Trinken. Was ist das? Ein Trenching Tool. Würde ich nehmen, hätte ich einen Rucksack. Big Cherry Can, so groß. Ja, Water Bottle. Oh ja, zum Glück, ey. Ich liebe die Dinger, die auch wieder auffüllen kann, ey. Oh ja. Ich dachte schon, die gibt's gar nicht in Origins, weil ich die irgendwie nie gefunden habe. Mann, diese scheiß Zombies. Ich möchte sie aufwecken, weil ich auf gar keinen Fall schießen möchte. Das ist auch gleich Stadt, das würde gleich jeder hören. Du entdeckst mich nicht. Braver Zombie.
Okay, das haben wir gerade schon. Oh ja, das ist ein geiler Spruch. Oh ja. Ich bin gerade, ich glaube, ich bin gerade etwas sehr leise. Das ist gerade nicht so schlimm. Ich versuche mich jetzt zu konzentrieren, damit ich auf gar keinen Fall zum Beispiel von einem Zombie erwischt werde. Ich habe übrigens meine beiden Finger auf der rechten Maus, dass ich auf gar keinen Fall normal automatisch schieße. So, das ist ein kleiner Tipp. Falls jemand auch schon mal das Problem hatte mit aus Versehen schießen, weil ich immer meine zwei Finger auf einer Taste, außer ich bin schussbereit. Also im Sinne von, oh, Spieler, upsala. Geil. Geil, der Headshot. So, ich glaube, das war's auch. Wir haben kein Essen gefunden. Ach gut, eine Halle gibt's noch. Bitte, da ist Essen drin. Boah, ganz ehrlich, ich möchte jetzt nicht verhungern. Das wäre so ärgerlich. Lol, was ist das denn? Wenn man noch eine Bandage, das war noch eine Bandage, oder? Ich glaub schon. Was ist das denn? So ein Zementmixer. Bäm! Zweites Magazin für unsere Waffe. Platz habe ich noch im Inventar? Okay, ein Platz wird nicht so reichen. Ist das sonst nichts mehr? Nee. Okay. Oh fuck, wir haben kein Essen. Wenn wir jetzt wohl oder übel nochmal in die Stadt reingucken, was irgendwo da hinten ist. Und zwar Stankrad. Was ist denn jetzt hier? Wir müssen so laufen. Genau, ich laufe richtig. Ist auf jeden Fall ziemlich praktisch, hier auf dem Handy noch eine Map zu haben, wenn man hier im Innenkanal hat. Ja, genau, hier sind wir schon da. Okay, ach nee, ich dachte, ich kenne die Stelle hier. Weil der hat gerade so ähnlich ausgesehen wie eine Stelle aus einer Mission, die ich mal gespielt habe. Okay, die rennen nicht, die sind gerade gespawnt. Da kann man rein. Ich glaube, wir sollen jetzt auch raus, wo die Zombies doch auf einen Haufen sind. Gut, ich bin jetzt auch ziemlich leise, wie ihr gerade merkt, aber ich möchte ja, ja. Wenn ich jetzt Schritte höre zum Beispiel, das könnte mir echt das Leben retten. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Brav.
Fuck, ich hab Schiss, ey. Ich meine, ich so sicher sein kann, dass kein Spieler da ist, weil ich ja eigentlich mit zugesehen habe, wie die Zombies gespawnt sind. Alle auf einen Haufen, plötzlich plopp waren sie da. Scheiße. Nur trinken, ey. Ich hab genug trinken, wirklich. Oh. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, und tschüss. Trinken müssen wir jetzt erstmal fürs Erste, keine Sorgen, wir machen aber Essen. Gott. So, kurz auf die Map gucken, okay. Ja, ich weiß, wir müssen. Ei, Knopf, wer wie machst hin. So, wir gucken mal nochmal da rein. In Shining gibt es ja auch oft gute Waffen und so, aber ich hätte jetzt mal gern echt meinen Rucksack. Problem ist, umso weiter und umso besseres Zeug ich habe, umso weniger schieße ich. Es liegt einfach dran, dass ich ja, denke, wenn ich schieße, die Gegner können das merken. Und dann kommen. Und ja, wenn ich nur so nix hab, das Anfangszeug, da kann ich ruhig mal ein bisschen was verballern, weil vom Scheiß drauf, sonst brauche ich eben einfach neu und hab das ganze Zeug wieder. Jetzt ist das ein bisschen anders. Was mir gerade einfällt, wir haben noch die Headset, aber da müsst ihr das ganze andere Zeug ablegen. Weil laut Anzeige sind wir unhörbar und unsehbar. Auch genannt unsichtbar. Jo, hier ist irgendwie nix. Hoffentlich übersehe ich hier nichts, weil man hier einfach ja, kaum was sieht. Nur Zement. Jo. So, vom Magazin hier sind wir jetzt echt gut ausgerüstet. Da brauchen wir erstmal nichts mehr. Für die große Waffe hätte ich noch gern ein paar Magazine. Rotflässen nehme ich ganz bestimmt nicht. Ich finde ehrlich gesagt unergründlich, warum es die gibt. Ich meine, ja, kaum ein Spieler ist so blöd und heftet die sich an. Aber wenn ich ganz ehrlich denke, dass ich langsam das Set-Prinzip. Ja, Prinzip kann ich das Prinzip nennen. Ich meine, ich weiß ja nicht, wozu der Mod entwickelt worden ist, aber ich glaube, das wird eher. Immer mehr zu einer Art Deathmatch. Meiner Meinung nach. Ich meine, ich bin nicht der Einzige, der das denkt, aber ich habe die Meinung jetzt auch nicht geklaut, wenn das so sagen kann. Ach, Scheiße, ich will was zu essen.
Dann werden wir höchstwahrscheinlich in sehr naher Zukunft sterben. So wie das zurzeit für mich aussieht. So, kurz auf der Handy-Map was gucken kann. So, noch ein kleines Häuschen. Lol, wie hart der Headbob ist, wenn er so vorguckt. Okay. Ach, sind wir schon bei der Rennstrecke? Ich glaube schon. Cool. Ja. Nee, noch nicht ganz. Aber bald. So wie ich das gerade sehe auf meiner Map. Aber doch, das ist die Rennstrecke da. Doch, wir sind an der Rennstrecke, hammermäßig geil. So, vielleicht wird wieder ein Auto. Oder Essen. I don't want to verhungern. Please give me some Essen. Ach so, da sind wir gerade. Okay, dauert noch ein kleines Stück. Aber ein wirklich kleines Stück. Genau, da vorne ist sie hin. So wie ich das gerade mal wieder meiner Map entnehmen kann. Jo. Da sollte nämlich noch ein Haus stehen und so ein Wachturm, wenn ich das gerade richtig sehe. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube schon. Und dann gehen wir da mal hin. Und gucken. Ja, da vorne. So ein Wachturm und ein Haus. Hier ist schon die Rennstrecke, wie wir sehen. Kommt man da drüber? Ich glaube nicht. Nee, das ist zu hoch. Okay, ist eindeutig zu hoch. Das hätte ich ja nicht gleich ausprobieren müssen, aber naja. Ich meine, Arm hat ja immer noch ein paar Überraschungen offen, ne? So, ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde immer leiser oder irgendwie immer schweigst. Nee, schweigst du nicht. Zurzeit kann ich. Oder jetzt kann ich halt gerade irgendwie. Ja, warum möchte ich gerade reden? Oh, aber ich habe das Gefühl, ich werde immer leiser. So, irgendwann, bis ich dann nur noch flüster. So, und der, der es jetzt verstanden hat, bekommt einen Keks. Nein, haben wir bestimmt gut verstanden. So, ich meine, Lautstärke, Regelungsabmischung kennen. Ich könnte übrigens mal noch auf die Lautstärke gucken. Okay, die dürfte passen. Aber falls jemand sowas im Zeit-Channel sagt, also nicht schreibt, sondern sagt, das könnte richtig laut werden. Ist das ein Zombie? Das ist ein Zelt. Das ist dieses. Ich glaube, das ist ein Zelt. Da ist noch einer drin. Da würde ich ja gern hingehen. Soweit ich weiß, ist in diesen Zelten, in diesen Militärzelten immer was einigermaßen Gutes drin, aber. Oh, das haben irgendwie die Zombies eingenommen. Ach, es sind da mehrere. Das hat nämlich gerade komplett anders ausgeschaut. Lol. Wo ist das Zeug hin? Weg. Da Fuck. Das war jetzt komisch. Kratzi Sheet.
hoch da. Wenn es geht. Jo. Vielleicht liegt da oben was Schönes. Da ist einer. Boah, ich dachte, das wäre ein Spieler. Nix da. Wo bin ich hoch? Das wird zu gefährlich. Schnell runter. Wir werden die Rennstrecke jetzt auch einfach mal ablaufen. Weil vielleicht liegt da ja irgendwo was. Na, okay. Ne, ich glaube, das wäre zu lang. Das ist eindeutig zu lang. Okay, Planänderung, wir laufen einfach davor. Ist der Zombie, den ich für einen Spieler gehalten habe? Eigentlich habe ich so einen Schock bekommen. Fuck, ich brauche Essen. Ich kann da auch mal wieder was trinken. So. Weiter geht's. Tut den Vorwurf, wenn ihr euch lieber entscheidet, ey, ich will viel lieber Mafia 2 gucken und so, werde ich das Let's Play dann doch noch. Jo. Das, was ich jetzt aufnehme, alles noch hochladen. Und kann einfach geradeaus durch und dann rechts. Genau. Da habe ich nämlich schon mal ein richtig, richtig großes Lager gesehen. So. Also auf einem anderen Server. Ich meine, vielleicht ist das ja irgendwie ein beliebter Platz hier. Die gute alte Glock. LOL! Ist die Glock nicht eine Pistole? Ist hier nicht eine Pistole? Auf 1000 Meter? Nee, glaube ich nicht. Das war keine Pistole. Ich bilde mir gerade ein, das war eine Pistole. Okay, ich dachte schon, ich habe was gehört. Entrat. Oh fuck, ich werde verhungern, ich sag's euch. Letztes Mal, also meine letzte Runde, deshalb hatte ich das Problem genau andersrum. Ich hatte so viel zum Essen, aber gar nichts zum Trinken. So, jetzt einfach geradeaus. Wir haben schon 5 Zombies getötet. Cool. Muss ja mal gescheit hinhocken. So. Ich gewiss, was das da vorne ist. Das sehen wir ja gleich. Keine Ahnung. Was ist das? Steht da ein Haus? Nee. Ach, keine Ahnung. So ein hingestelltes Haus, ich glaube. Nee, so ein User-Haus würde, glaube ich, anders aussehen. Wann wird es denn endlich wieder hell? Ich meine, es ist ja schon ziemlich lange. Lol, wir haben schon fast 16:30. Da fuck, wie schnell die Zeit vergeht.
Okay, da bin ich wieder. Ich wurde gerade gestört. Und zwar muss ich da noch kurz. Was ist das denn? Ach, das ist ein Auto. Lol, ich glaube, das würde sogar noch fahren. Nicht weit, aber es würde fahren. Wisst ihr was? Kann ich das nicht schon? Könnte ich jetzt? Kann das fahren? Nee. Weil die Räder kaputt sind. Was ist jetzt hier noch? Leer laufen? So, ich muss dann noch gleich mal kurz ausmachen. Weil jetzt gibt's geilen Erdbeerkuchen, sag ich euch. So, ich werde mich da vorne noch in die Tanne legen. Dann eine kurze Aufnahmepause machen und dann geht's schon bald wieder weiter mit. Scheiße, wie heißt Daisy Origins? Weiß ich doch fast vergessen, was ich hier gerade spiele. Du. Sieht nicht so aus, als wäre was. Wir werden noch ein bisschen am Strand hin und her laufen. Gucken, ob wir noch was finden. Jo. Okay. Also, bis dann. Ciao.